Die Demokraten kriegen hier den Arsch versohlt. Wir müssen einen Weg finden, damit wir das ländliche Amerika erreichen. Wenn man in schlechten Zeiten nicht nach seinen Prinzipien leben kann, ich denke, dann waren das keine Prinzipien, sondern Hobbys. Nett. John Wayne und ein Traktor bekommen ein Baby und alles, was euch einfällt, ist nett? Oh wirklich mein nett. Gott, das ist das ganz so nett. Colonel Jack Hastings ist unser Schlüssel zurück in den großen Wechselwählerstaat Wisconsin. Er weiß es nur noch nicht. Darf ich absolut ehrlich zu Ihnen sein, ohne Rumgerede? Benehmen Sie sich. Meine Tochter ist hier. Das war Ihre Tochter mit dem Arm in der Kuh? Okay. Weil Typen wie ich nicht wissen, wie man mit Typen wie Ihnen spricht. Haben Sie einen Flaschenöffner? Das ist einer zum Ausdrehen. Oh. Mit Drehverschluss. Ja. Ich weiß. Vielleicht sollten wir ihm doch einen Vielleicht nehmen Sie Ihre Weste. Und ich möchte Ihnen die Dienstleistung meiner Firma anbieten. Könntet ihr die Kühe zur Ruhe bringen? Ich mache Sie zum Bürgermeister von Dierlake. Vielleicht könnt ihr sie dazu bewegen, nach vorne zu gucken. Oh mein Gott. Glaubt mir, Leute, Jack ist der Richtige. Unser kleiner Wahlkampf hier hat das Interesse der Republikanischen Partei auf sich gezogen. Wieso bist du hier? Den letzten Funken Hoffnung in deinen Augen auszulöschen, macht mich scharf. Ist schön, dich zu sehen. Ja. Du siehst fett aus. Ich werde das Ding groß aufziehen. Es geht los, Männer, das Spiel beginnt. Riesige Presse, jede Menge Geld. Das Ganze kommt mir ein bisschen verrückt vor. Packt nicht all die Dunklen in die Mitte. Er kandidiert als Gemäßigter. Das ist mein A-Team. Du hast nur Angst. $20, dass ich mit Angst weiterkomme als du mit Schaden. Die Demokratische Partei kann nicht gewinnen. Sie verzweifeln. Wieder ein perfektes Beispiel, wie die aus Washington versuchen, uns vorzuschreiben, wie wir zu leben haben. Du meinst wir? Du bist auch aus Washington. Oh, nein, ich bin von hier. Ich bin aus Dierlake. Das ist eine Lüge. Nein, was soll denn das okay. werden? Wie immer eine tolle und lebhafte Diskussion. Nein, Kate, nein!